Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age. Jetzt, wie versprochen, der Stufenaufstieg. So, bei mir mache ich jetzt mal wieder easy peasy hier. So. Und einmal weiter, dann kriegen wir noch eine magische Fähigkeit. Das war erst ab Level 7 möglich. Nehmen wir schon die Todesmagie oder nehmen wir sie noch nicht? Dafür fehlt mir noch ein bisschen Magie. Dann würde ich sagen, hau ich mal einen in den Blitz und in den Schock. Weil wir ja zwei Punkte übrig haben. So. Dann kommen wir auch zum nächsten Stufenaufstieg. Weil jetzt können wir Alistair nämlich auch leveln. So, er ist unser Krieger. Deswegen kriegt er erstmal eine Konstitution. Und dazu dann noch einen auf Geschicklichkeit und einen auf Willenskraft. Nachher müssen wir bei ihm die Stärke weiter ausbauen. So, Kriegerfähigkeiten hat er hier einmal. Templerfähigkeiten, er ist ab Level 9. Zweihandwaffen, Bogenschießen. Schild und Schwert. Hierfür fehlt ihm noch ein bisschen Stärke. Hierfür noch ein bisschen Geschicklichkeit. Hierfür auch. Stärke und Stärke brauchen wir bei ihm größteilig. Gut, dann kriegt er erstmal seine Schildvorbereitung. Oder Schildverteidigung. Oder nee, warte. Es gab doch hier noch Bedrohen und ähnliches. Genau. Geben wir ihn erstmal bedrohen, damit er unser Tank bleibt. Bezüglich uns auch mal ein bisschen die Aggro wegnimmt. So, Alistair, dann komm mal mit. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Und los geht's. Der Plan wird aufgehen, Euer Majestät. Natürlich wird er das. Die Verderbnis endet hier. Schützen! Thank you.
Wir müssen über die Brücke und dann zum Turm von Ishal. Wie ihr meint. Oh, okay. Das war so und das war Solo-Target, genau. Vorsicht, Vorsicht. Da kommt der Nächste. Ich brauche Hilfe. Wir werden siegen. Du hättest nicht herkommen sollen. Gut. Ich hätte nicht herkommen sollen. Ja, ja. Helft mir. Sie sind... Ihr seid graue Wächter, nicht wahr? Der Turm, er wurde eingenommen. Wovon redet ihr? Was meint ihr mit eingenommen? Die dunkle Brut kam durch die tiefer gelegenen Kammern nach oben. Sie sind überall, die meisten von uns sind tot. Dann müssen wir zum Leuchtfeuer und es selbst entzünden. Oh, jetzt haben wir noch kleine Begleiterchen dazu. Selbstverständlich. So, Kollege. Das ist ein Ende. Oh, der mag mich nicht. Okay, er kommt auf mich zu. Wird erledigt. Frieren wir ihn fest. Und dich. Sehr schön. Gib mir auch nochmal ein Blitzchen. Bis jetzt sehen alle gut aus noch. Warte auf mich! Kommt man den Genlock so nicht ran? So. Okay, kurz regenerieren lassen. Und erstmal aufplündern hier. So, hier sind ja relativ viele gestorben. Wunderbar. Gibt ja immer ein bisschen Loot. So, die Holzkiste hier hinten auch. Hier haben wir auch noch ein paar versteckte Vorräte. Selbstverständlich. So. Und hier liegen auch noch ein paar Vorräte rum. Die nehmen wir uns auch mit. Dann wollen wir mal weiter. Mist, der ist dann nicht drinnen gestorben. So, und du bist jetzt allein. Ja, so ist es richtig. Ich hab dich gewarnt. So. Bleib mal stehen. Selbstverständlich.
Jetzt erlebst du wahre Macht. Okay, ich brauche einen Lyrium-Trank. Alistair, ein Wundumschlag. Ja. Ach, das ist ein Alpha, der da oben rumfightet. So. Und du bist der Letzte. Okay. Warst der Letzte? Ja. Wunderbar. Läuft bis jetzt. Wie ihr meint. Hier hinten haben wir noch eine Truhe. Natürlich verschlossen. Ich weiß gar nicht, ob die Turmwachen in der Lage sind, es zu öffnen. Nö. Vielleicht du? Auch nicht. Na gut. Dann halt nicht. Dann gehen wir mal in den Turm. So, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich erinnere mich dunkel dran, genau. Gut, kann ich von hier aus hinschießen? Okay. Den frieren wir ein. Hat nicht funktioniert. Wird erledigt. Ach, für den habe ich nicht genug Mana. So. Komm, stirb. Verschwinde. Okay. Einer wäre fast verreckt. Muss wohl ein bisschen vorsichtiger spielen. Na los, Turmwache. Regeneriere dich wieder hoch. In der Zeit kann man mal einen Schluck Kaffee nehmen. Na, fast. Wird erledigt. Die Truhe ist verschlossen. Und jetzt ist die Turmwache wieder voll. Können wir weiter. So, gehen wir erst in die hintere Kammer. Ja. Sehr schön. Na komm. Stirb da drinnen. Gleich noch einer hier. Ich sollte mal der Turmwache schwachen Wundumschlag hier reinhauen. Weil die tankt gerade alles irgendwie.
So, ich selbst nehme nochmal einen Lyrium-Trank. Holen wir meine TP wieder. Blitzschlag. Das ist ganz schön viel Blut. Ja, Alistair. Klar ist das sehr viel Blut. Ist ja auch die dunkle Brut. Hahaha. So, Holzkiste. Was haben wir hier? Ein Geschenk. Hier sind sie wohl hergekommen. Jo, und egal welche Seite man genommen hätte, man kommt sowieso hier wieder raus. So, alles soweit voll, bevor wir die nächste Tür aufmachen? Ja. Wie ihr meint. Gut. Wandelnde Bombe. Sehr schön. Anstecken. Blitz. Arkan. Tod. Nieder mit dir. Selbstverständlich. Einfrieren. Blitz, Arkan. Ja, es läuft, es läuft. Ich könnte zwar noch ein bisschen mehr Schaden vertragen, aber es geht langsam. So. Haben wir hier alles? Truhe? Ja. Denn eine Etage höher. Beim Atem des Erbauers, was tun die hier? Dunkle Brut weit vor dem Rest der Horde? Es sollte hier keinerlei Widerstand geben. Es bringt nichts, darüber weh zu klagen. Wir müssen jetzt kämpfen. Völlig richtig. Ich muss mich konzentrieren. Erst kämpfen, dann fragen. Jedenfalls müssen wir uns beeilen. Wir müssen auf die Turmspitze und das Signalfeuer rechtzeitig entzünden. Taryn Loghain wartet auf das Signal. Gut, aber das ist jetzt auch mal wieder Zeit für ein kleines Aufnahmepäuschen. Also, man sieht sich in der nächsten Folge von Dragon Age. Bis dann.